Hey Leute, CrimeX hier und heute gibt es mal 5 geheime Orte in GTA 5 Online, die eigentlich gar nicht existieren sollten. Bevor das Video startet, noch danke an 40.000 Follower auf Instagram. Ich gebe mir in letzter Zeit richtig viel Mühe mit den Bildern und auf jeden Fall danke für euren heftigen Support. Und jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Der erste geheime Ort, der eigentlich nicht existieren dürfte, ist ein geheimes Parkhaus mitten in der Innenstadt von Los Santos. Wie ihr dorthin kommen könnt, das funktioniert eigentlich relativ einfach. Dafür müsst ihr euch einfach nur hier an diese Stelle auf der Autobahn begeben und dort findet ihr dann diesen Tunnel, in dem man auch im Singleplayer schon geflohen ist vor der Polizei. Dort müsst ihr dann einfach in diesen Tunnel reinfahren und begebt euch dann einfach genau an die gleiche Stelle, wo ich hier auch war, und dann werdet ihr sehen, ihr könnt hier durch die Wand durchfahren und jetzt müsst ihr einfach die richtige Geschwindigkeit finden. Wenn ihr es zu schnell macht, fliegt ihr zu weit und wenn ihr zu langsam seid, bleibt ihr in der Wand stecken. Also ihr müsst dort irgendwie relativ langsam durch die Wand durchfahren und wenn ihr dann eben richtig mit der richtigen Geschwindigkeit durch die Wand durchgefahren seid und nicht allzu weit fliegt, dann landet ihr hier eben mit eurem Auto in diesem unterirdischen Parkhaus. Auf jeden Fall richtig cool, auch übelst verglitscht, weil dieses Parkhaus einfach nicht existieren sollte, aber man kann einfach durch einen Fehler von Rockstar Games trotzdem dort sein. Auf jeden Fall extrem cool und checkt es auf jeden Fall mal aus. Bei dem nächsten Ort, der eigentlich gar nicht in GTA 5 Online existieren dürfte, handelt es sich um einen geheimen Raum hier hinter diesem asiatischen Teil mitten in Los Santos. Ich weiß gar nicht, was es ist. Ich glaube, es ist ein Theater. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Aber auf jeden Fall, ihr wisst genau, was ich meine. Dort kann man sich eben auch reinklitschen und das funktioniert auch relativ einfach. Man muss auf jeden Fall nur relativ häufig versuchen. Man braucht dafür ein BMX, muss sich dann vor diese Tür stellen und noch einen weiteren Kumpel, der dann versucht, mit einem Insurgent oder mit einem Feuerwehrauto einen mit dem BMX in diese Tür reinzudrücken, um dann in den Raum reinzukommen, und so kann man eben in diesen geheimen Raum reinkommen. Es ist eigentlich nicht gedacht, dass man dort reinkommen kann, da drin sind auch nicht wirklich viele Texturen. Mich wundert es, dass da überhaupt Texturen sind, also sprich ein paar Pflanzen drin stehen, weil normalerweise werden ja Räume, die man eigentlich nicht betreten kann, gar nicht erst eingerichtet. Hier sind eben ein paar Pflanzen drin von Rockstar Games, aber eigentlich ist es natürlich nicht gedacht, dass man dort reinkommen kann und deswegen auf jeden Fall auch ein geheimer Ort, der eigentlich gar nicht existieren dürfte. Der nächste geheime Ort ist auf jeden Fall richtig cool, Leute. Und zwar handelt es sich dabei um ein geheimes Hotelzimmer, welches man aus einer Fernsehshow aus GTA 5 kennt. Diese Fernsehshow kann man im Singleplayer-Modus, aber auch im Multiplayer-Modus schauen. Und in dieser Fernsehshow kommt eben dieses Hotelzimmer drin vor. Und dieses Hotelzimmer wurde von Rockstar Games im Spiel drin gelassen, nur eben unter der Karte platziert, weil man dort eigentlich gar nicht reingehen dürfte. Aber mit einem Trick kann man dieses Hotelzimmer eben betreten. Und ich bin es auf jeden Fall richtig am Feiern, weil man es einfach nur so aus Fernsehshows in GTA 5 kennt. Und auf einmal kann man da eben selbst drin rumlaufen. Wie man dort reinkommt, das werde ich euch jetzt zeigen. Dafür müsst ihr euch mit einem SUV zur Polizeistation begeben, das jetzt hier auch nochmal auf der Karte. Warum ein SUV? Ihr braucht einfach ein ziemlich hohes Fahrzeug, um dieses dann dort an die Wand zu stellen, und das Fahrzeug muss eben relativ hoch sein, damit ihr dort eben durch diesen Wall Breach durchklettern könnt. Wenn ihr dann dort seid, dann fliegt ihr durch die Karte durch, und jetzt ist auf jeden Fall richtig hart, Leute, dafür braucht man auf jeden Fall etwas Zeit, da will ich ganz ehrlich zu euch sein, es ist wirklich sehr schwer dort reinzukommen. Jetzt müsst ihr wirklich genau die Strecke entlang fliegen, die ich hier auch in dem Video entlang geflogen bin, und ja, dann kommt ihr eben mit etwas Glück in das Hotelzimmer rein. Ihr müsst einfach genau die Stelle treffen, und wenn ihr es richtig gemacht habt, dann fliegt ihr nun einfach in das Hotelzimmer rein und könnt euch dort dann frei bewegen. Und hier kann man wirklich davon sprechen, dass dieser Ort nicht existieren sollte. Die nächste Location, die eigentlich gar nicht in GTA 5 Online existieren dürfte, ist das Human Labs, und dort könnt ihr auch relativ einfach reinkommen. Dafür braucht ihr einfach nur einen Kumpel und ein Feuerwehrauto und damit begebt ihr euch dann einfach zu diesen Toren an dem Human Labs. Ihr steigt jetzt einfach hinten bei diesen Brettern auf das Feuerwehrauto drauf, also wo ihr euch dort eben hinten an der Stange festheben könnt, und euer Kumpel muss jetzt eben rückwärts, so schnell es geht, mit euch eben gegen das Tor dagegen fahren, und mit etwas Glück fliegt ihr dann durch das Tor durch, also könnt euch dort reinklitschen. Man
Man braucht dafür wahrscheinlich ein paar Versuche, aber es ist eben relativ einfach, weil man einfach nur geradeaus nach hinten fahren muss und nach einer Zeit klappt es dann eben und so einfach seid ihr dann auch schon im Human Labs drin. Der nächste Ort, der eigentlich gar nicht in GTA 5 existieren dürfte, befindet sich auf einem Friedhof im Sandy Shores Gebiet und hier könnt ihr schon an dem Rasen erkennen, dort ist irgendwas komisch und zwar unterscheidet sich hier der Rasen zu dem anderen Rasen und man kann hier irgendwie schon so ein Rechteck erkennen und dort kann man einfach mit einem Glitch ein schwarzes Loch entstehen lassen und das ist mit Sicherheit auch nicht so geplant von Rockstar Games. Wie das Ganze funktioniert, dafür müsst ihr einfach GTA 5 neu starten, wenn es denn schon läuft oder wenn ihr noch nicht GTA 5 am Spielen seid, dann eben einfach ganz mal GTA 5 starten. Wenn ihr dann im Singleplayer-Modus angekommen seid, dann geht ihr nun auf Start online und auf eine geschlossene Sitzung. Wenn ihr in der geschlossenen Sitzung drin seid, dann drückt ihr nun das D-Pad nach unten, um wieder in den Offline-Modus reinzugehen. Wenn ihr im Offline-Modus drin seid, dann macht ihr das Ganze einfach nochmal, also geht nochmal in eine geschlossene Sitzung rein und dann müsst ihr euch einfach wieder an diese Stelle auf der Karte begeben, also zu diesem Friedhof im Sandy Shores Gebiet und dann seht ihr dort, dass die Fläche einfach schwarz ist, also diese komische Rasenfläche, diese komische Textur, die ohnehin schon so etwas auffällt, wird dann auf einmal weg sein und dort könnt ihr dann auch einfach mit einem Motorrad reinspringen oder auch einfach so reinspringen und eben ein bisschen Scheiß mit euren Freunden machen. Ja Leute, das war es jetzt auf jeden Fall von den 5 Orten, die eigentlich gar nicht in GTA 5 existieren dürften. Ich hoffe natürlich immer, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn es ist, dann lasst natürlich immer ein Like da. Ich bin jetzt an der Stelle einfach mal raus und bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax.